Leute, in dem heutigen Video stelle ich euch 166 Brawler-Mythen und Secrets, die garantiert keiner von euch kennt. Caesar Sam ist inspiriert von Julius Caesar, er trägt so einen grünen Kranz auf dem Kopf und hat auch schöne Gewänder. Desperado Poco hat Musiknoten auf seinem Gürtel. Lawless Lola, da seht ihr jetzt hier mal ganz kurz eine Zeitlupe oder ein Standbild, aus dem Brawl Talk, hat an ihrem Kleid zwei Rosenglocken hängen. Noch ein Lord Crow hat die Flasche von Barley an seinem Gürtel hängen. Der Phoenix Crow und der Weiße Crow, das sind die einzigen Crow Skins, die rote Pupillen haben. Alle anderen Crows haben schwarze Pupillen oder sind ein Mecha-Skin. Mondhäschen Squeak hat einfach mal so ein riesiges Ei in seinem Rucksack mit so Ohren, roten Augen, einer blauen Nase. Und es scheint halt so, dass es so ein Osterhasen-Ei ist oder so, also so eine Mischung. Stonks Pam hat in ihrem Geldkoffer Geldscheine, die sehr interessant aussehen. Haben die irgendwie das Starpark-Logo drauf? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ich kann es selbst nicht so gut erkennen. Ebenfalls hat Pam auf ihrer Rückseite an ihrem Rucksack einen Aktiengrafen, der nach oben geht mit einer Markierung Sub nach unten und Cell nach oben, heißt Supercell. Das Schwert von Mecha Mortis passt einfach mal nicht in seinen Schaft. Schaut mal, es ist viel zu groß. Gute Gus ist sehr komisch, der hat ja auch auf der Rückseite einfach mal seine Finger so gekreuzt, als würde er die ganze Zeit lügen. Vielleicht könnt ihr euch nämlich noch an diesen Clip hier erinnern, als das Foto gemacht wird. Wird nämlich klar, dass bewiesen wird, dass Gus ein Geist ist. Mondhäschen Squeak hat vier Anhänger an sich. Einmal so einen Mond, so einen Hasen, so einen blauen Stern und eine Karotte. Jetzt müsst ihr einmal gut aufpassen, das Holz, das Mecha Mortis zerschneidet, das verschwindet einfach. Zack und flupp ist weg. Der Mantel von Süßes oder Saures Leon ist einfach mal kaputt. Schaut mal, der wurde hinten geflickt. Und der Eimer von dem Süßes oder Saures Leon-Skin ist einfach mal der Kopf bzw. ein Pin von Poco. Vergleicht mal das Gesicht hier gerade und schaut euch mal diesen Pin hier an. Was hat Leon mit Poco gemacht? Aizan Colt hat auf seinem Rücken ein Hai. Aizan Colt hat ebenfalls auf der Rückseite seines Armes einfach mal so einen gestrichelten Reis auf der Seite. Der Koralle Bellskin hat auf dem kompletten Skin solche lilanen Punkte, so lilane Steine. Halt so mäßig, als wäre Koralle Bell eine Koralle. Der Octopus Fang Skin hat unter seinen Füßen solche Octopus-Pömpel und auch an seinem linken Arm, wo er sein Popcorn trägt, da hat er auch solche Octopus-Pömpel dran. Kann er damit schneller laufen mit den Schuhen? Der gute Post-Brock Skin, den ich mega geil finde, hat auf seiner Waffe einfach mal eine Briefmarke bzw. Absendeschein aufgeklebt. Seht ihr hier mal ganz kurz in Zeitlupe oder wie ein Standbild vom Brawl Talk eingeblendet. Ich habe den Skin leider nicht, aber der ist echt mega. Der gute DJM-Skin hat einfach mal so einen Lautsprecher neben sich fliegen. Und ebenfalls sind die Augen von DJM sehr witzig. Schaut mal, die sind erstmal so digital und nach ein paar Sekunden steht in den Augen einfach mal kurz Win drin, heißt auf Deutsch gewonnen. Der Zombrock-Skin hat als Waffe einfach mal einen Sarg, auf dem Mortis, glaube ich, abgebildet ist. Die Hose von dem guten Franken Grom ist einfach mal kaputt. Der Arme, ey, der hat einfach mal so einen Riss hier. Ebenfalls hat Franken Grom einfach mal so ein Monster als sein Rucksack. Bruder, was ist das denn? Und er hat auch noch einen Karton einfach mal als Kopf. Und auf seinem Karton ist auf der Rückseite einfach mal so ein zerbrochenes Glas abgebildet. So, jetzt ein sehr gruseliger Skin und zwar Inspector Colette. Schaut euch diesen Skin mal an. Das ist der einzige Colette-Skin, der einfach mal fliegt. Schaut mal, der Skin, der steht nicht auf dem Boden, der fliegt. Jedenfalls hat Colette einfach mal einen silbernen Stift und das ist einfach mal der Silber-Spike-Skin. Und Inspector Colette hat einfach mal keine richtigen Augen, beziehungsweise in ihren Augen hat sie keine Pupillen. Und jetzt schauen wir uns mal die Schüsse von Inspector Colette an. Wenn sie schießt, dann bleibt an der Stelle einfach mal so ihr Hut und ein Ticket liegen. Also der Inspector Colette-Skin ist echt krass. Da, ne? Seht ihr es ja hier? Hut bleibt liegen und ein Ticket. Der Trash Panda Penny Skin, der kommt einfach mal aus dem Boden raus.
Und Trash Panda Penny hat als Rucksack einfach mal einen Mülleimer. Wenn man Kettensäger Buster auswählt, schaut mal, dann schleudert er seine Kettensägenwaffe einfach mal komplett durch die Gegend. Das ist doch geisteskrank gefährlich. Und ebenfalls hat Kettensägenkiller Buster auf der Rückseite ein Bild von seiner Waffe auf seinem Pullover oder seiner Jacke abgedruckt. So, jetzt einmal wieder Zeitlupe, denn schaut mal einmal ganz genau hin. Der Pizzabäckerin Ashskin, der verkauft einfach mal Salami-Pizza. Seht ihr jetzt hier nochmal ganz kurz in Zeitlupe wiederholt eingeblendet. Und eine Sache, die mir auffällt. Also, die Pizza müsste doch eigentlich aus diesem Karton rausfallen. Wie kann man denn so eine Pizza so in dem Karton halten und die bleibt da drin? Die kann man danach doch gar nicht mehr essen. So, jetzt wieder zwei Skins, die ich leider nicht habe. Und zwar der GeForce Janet-Skin, der hat einfach mal ein Jetpack mit Flügeln auf dem Rücken. Und auch ein sehr geiler Skin, und zwar der First Blob Squeak. Skin, der hat auch vier Abzeichen auf sich, und zwar einmal ein Smiley mit rotem Band, eine Kanone, ein Helm und eine gelbe Blume. Und der Omega Box Daryl Skin, der hat einfach mal drei Gems auf sich. Einmal oben an der Box und zwei auf den Waffen. Die Haare von Prinzessin Shelly sind einfach mal so schön verziert und sehen aus wie eine Rose. Und Prinzessin Shelly hat einfach mal ihre Schuhe in der Hand. Das ist der einzige Shelly-Skin, wo die Schuhe in der Hand sind. Sonst haben natürlich alle Shelly-Skins ihre Schuhe an. Der Einhorn-Bali-Skin, der hat eine Bombe in der Hand. Und aus dieser Bombe guckt so ein Einhorn raus mit einem gelben Horn. Der gute Orochi Edgar, der hat einfach mal so zwei Schlangen als eigentliche Schals. Und zwar einmal so eine grüne und so eine pinke Schlange. Und dann hinten ist auch nochmal so eine türkise Schlange, die die beiden großen Schlangen so zusammenhält. Der gute Buzz hat eine sehr, sehr, sehr große Brille. Digga, es ist eine geisteskrank riesige Brille. Und sein Hund hat einfach mal die gleiche Brille, ein bisschen kleiner. Gladiatorin Colette benutzt ihr Buch einfach mal als Schild und schaut mal in ihr Buch rein. Da kann man tatsächlich zwei Zeichnungen erkennen. Und zwar einmal eine Zeichnung von Piper und von Spike. Nachthexer Mortis ist inspiriert von der Nachthexe aus Clash Royale. Hier ist wieder euer allseits geliebter Kater Ali. Die Nachthexe gibt es tatsächlich auch in Clash of Clans. Der Magier Bale Skin ist inspiriert von dem Magier aus Clash Royale. Auch hier gibt es den Magier auch in Clash of Clans. Der Barbarenkönig Bull, den wir sogar mal kostenlos bekommen haben, zur 10-jährigen Feier von Supercell, ist inspiriert von dem Barbarenkönig aus Clash of Clans. Ebenfalls hat der Barbarenkönig Bull ein SC-Logo an der Seite von seinem Schwert. Das kann entweder für Supercell stehen oder für Starpark Corporation. Der Kampfholz Weihnachten Spike Skin ist inspiriert von dem Kampfholz aus Clash Royale. Oder, jetzt haltet euch fest, aus Clash of Clans. Dieses Kampfholz sieht man in einer Animation als Weihnachtsbaum. Sehr schön geschmückt. Findet ihr nicht? Ihr seht hier oben rechts an der Seite der Map tatsächlich ein kleines Wohnhaus, und vor diesem Wohnhaus liegen tatsächlich sehr, sehr viele Spraydosen. Wenn ihr euch noch an diese Brawl Stars Animation von 2019 Halloween erinnern könnt, wisst ihr, dass Ems aus dieser Umgebung hier kommt und dass das höchstwahrscheinlich ihr Wohnhaus ist. Edgar ist Bad Randoms Fan. So, jetzt müssen wir mal ganz genau aufpassen, was passiert, wenn er schlägt, denn wenn er schlägt, dann fliegt Müll durch die Gegend. Der Prinzessinnen Shelly Skin schießt bei der Ulti fliegende Frösche aus ihrer Waffe. Schaut mal hin. Zack. Und da sind die Frösche noch am Ende und quaken herum. Die pinke Piper hat Füße. Und auch Liebesbotin Piper. Und auch Calavera Piper. Und auch Choco Piper. Aber wenn man die normale Piper dreht, hat die einfach keine Füße. Hä? WTF. Ist euch mal aufgefallen, dass Dynamikes Rucksack fast so groß ist wie Dynamike selber, beziehungsweise sogar größer ist? Und habt euch schon mal gefragt, wie es möglich sein kann, dass er bei so einer Proportion diesen Rucksack überhaupt tragen kann? Der muss doch so nach hinten umfallen, der Typ. Bei dem Choco Piper Skin ist hier an der Seite ein Verschluss, aber hier ist nur ein Knopf zum Zumachen, kein zweiter. Wo ist der? Der Pflanzenkopf von Rosas Pflanze, den ihr hier seht, der so freundlich guckt, der hängt bei Zuckerfreak Sandy an der Seite am Gürtel dran. Hexe Shelly zaubert ihre Waffe einfach aus ihren Händen hervor. LOL? WTF. Superfan Ems hat als Ohrring einfach mal Karls Spitzhacke. Wohingegen Zombibi ein Schwert als Ohrring hat. Die Nase von Serenadensänger Poco ist einfach mal ein Herz, was über Kopf ist. Wenn Leonard Karl seine Augen zumacht, dann seht ihr, wird sein Auge einfach zu so einem Pfeil. Lolas Wolf hat einfach mal Juwelen als Augen.
Wir sehen, dass Lola einen richtigen Diamanten als Halskette hat, der auch richtig hervorsteht. Aber Rebellin Lola hat einen Fake-Diamanten, der nur aufgemalt ist, damit das Ganze wie ein echter Diamant aussieht, wenn man von vorne drauf guckt. Ebenfalls ist der Wolf von Rebellin Lola irgendwie so ein kleines Raumschiff, was auch hinten solche Düsenantriebe hat. Search Kong hat einen Blitz auf seinem Rücken. Captain Crow hat insgesamt 4 Xe auf sich drauf, ein X auf seiner Nase, 2 Xe auf seinen Händen und ein X auf dem Hinterkopf. Schaut euch mal Squeakbuster Gale an, da sind auch sehr, sehr viele Details zu finden. Und zwar jagt er das Gespenst Squeak, der ja auch ein Skin ist. Und deswegen hat er zweimal ein Symbol auf sich drauf, wo das Gespenst Squeak durchgestrichen ist. Einmal hier vorne auf seiner Waffe. Und auf seiner Cap auch nochmal. Und wenn man nochmal genauer guckt, sieht man auf Gale Busters Waffe tatsächlich ein Ortungsgerät, wo man jederzeit sehen kann, wo der Squeak-Geist-Skin ist. Hühnchen Rico hat einfach ein Huhn als Waffe und man erkennt auch das Auge auf der Seite der Waffe. Auf der Rückseite von Schlittenfahrer Griff steht Merry Dollarmas, also fröhliche Dollar-Weihnachten oder so. Und ebenfalls steht auf der Rückseite von seinem Schlitten GG, also Good Game, auf Deutsch gutes Spiel, wobei das zweite G irgendwie spiegelverkehrt ist. Der Kampfholz-Weihnachten-Spike-Skin hat insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Weihnachtskugeln an sich. Und einen Stern obendrauf. Hohobo hat als Kopf einfach mal ein Rentier mit einer roten Nase. Ist das vielleicht Rudolf mit der roten Nase, den er hier auf dem Kopf hat? Der El Corazon Valentinstagsboxer hat insgesamt 5 Herzen auf sich. Ein Herz auf der Brust, 2 auf seinen Handschuhen und 2 auf seiner Maske, genau bei den Augen. Der El Tigro-Skin hat zweimal das Zeichen von Yin und Yang auf sich. Yin und Yang steht dafür, dass es immer zwei entgegengesetzte Kräfte gibt, die miteinander im Einklang stehen. Das steht auch so ein bisschen dafür, dass viele Dinge ohne andere Dinge gar nicht funktionieren würden. Der Furious Fang-Skin hat als Halskette einfach mal eine goldene Katze. Die Augen von Orochi Edgar sind gelb. Und ich denke auch mal, in diesem Video, wo ich den Glitch vorgestellt habe, dass der normale Edgar gelbe Augen hatte, dass das Ganze ein Glitch war. Und inzwischen wurde es ja eh auch gefixt. Griff, als auch der Schlittenfahrer Griff-Skin, die haben beide als Augen einfach mal 2 Einsen als Pupillen. Und auf der Rückseite von dem Schlittenfahrer Griff-Skin sieht man einfach einen goldenen Reißverschluss. Heißt, auch hier kann man wieder erkennen, das Ganze ist nur ein Kostüm. Wisst ihr, wer noch ein Kostüm hat? Nein? Könnt ihr euch noch an dieses Video erinnern? Mr. P is a secret agent tasked by the boss robot to infiltrate and undermine the brawler community. Aber wer ist unter diesem Kostüm? Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr vermutet. Und zu guter Letzt sind wir bei der 40. Sache. Auf Ashs Visier sind 2 Kreise auf der Vorderseite. Und wenn man hier genau hinguckt, dann kann man auch irgendwas auf der Rückseite erkennen. Aber es ist so klein und auch aus anderen Winkeln kann man das nicht so gut erkennen. Vielleicht habt ihr eine Idee, was da drauf steht. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Hallo, hier ist wieder euer allseits geliebter Kater Ali. Meiner Meinung nach steht auf der anderen Seite einfach Push oder Trash. Mit einem Pfeil nach vorne, da ich ein Mülleimer ist. Schreibt mal eure Idee in die Kommentare. Gales Augenbrauen schweben, wenn man von der Seite guckt. Ihr seht, seine Augenbrauen sind einfach so auf seiner Mütze irgendwie. Ergibt gar keinen Sinn. Wenn man Amber in der Lobby ausgewählt hat, dann brennt ihre Fackel. Und wenn man jetzt ins Auswahlmenü geht und einen anderen Brawler in der Zeit ausprobiert... So, ich probiere jetzt hier einfach mal so einen anderen Brawler kurz aus. Das Ganze müsst ihr so ein paar Sekunden machen. Wenn wir jetzt wieder in die Lobby zurückgehen, dann seht ihr, das Feuer von Amber brennt einfach nicht mehr. Ergibt gar keinen Sinn. Ninja Ash besitzt tatsächlich 5 verschiedene Waffen. Er hat eine in der Hand, die zweite im Kopf, die dritte im Kopf, dann so ein Wurfstern an seiner Seite in sich drin. Und zu guter Letzt noch sein fettes Schild. Unter anderem hat der Jackie-Skin von den BT21-Skins so ein komisches Emoji auf dem T-Shirt. Genau das gleiche kann man auch bei dem Edgar-Skin wiederfinden. Auch dieser Edgar-Herz-Skin, der hat so ein Emoji auf dem T-Shirt. Als nächstes kommen wir auch nochmal zu einem BT21-Skin. Und zwar der Ruff-Skin, der wirft nämlich bei seiner Ulti einen Tresor mit Squeak da drauf.
Hä? Ihr wisst ja alle, Penny hat ein Remodel bekommen. Und wenn wir uns Penny hier auf der Rückseite angucken, dann seht ihr, Penny hat hier auf ihrer Schatzkiste bzw. auf ihrer Kanone so einen Klecks. Natürlich von dem neuen Brawler Otis. Der neue Overlord Byron ist ja echt cool. Schaut euch mal seine Animation an. Und jetzt gucken wir uns mal das kleine Ding in seinem Stab an. Nachdem er es hochgeworfen hat, ist dem kleinen Teil hier einfach schwindelig und da drehen sich so die Augen. Wenn wir uns Otis mal ein bisschen angucken, also Otis ist ja echt klein, der besitzt einfach so eine Tasche und fällt euch eine Sache auf, der kann die Tasche niemals öffnen, weil er hat einfach keine Hände. Eve hat in ihrem Raumschiff, wenn man es ein bisschen dreht, Familienfotos drin. Sieht man hier hinten in der Ecke, da ist so Eve und da sind so kleine Eves und die haben so Herzchen und so, dies, das. Die Kanone von Jeanette auf ihrem Rücken, was ja ihr Jetpack ist, sieht ein bisschen aus wie diese Rakete aus Mario Kart. Mal ganz kurz im Vergleich, ist schon ganz witzig. Ich denke euch, allen ist aufgefallen, dass Bonnie einfach mal ein Zahn fehlt. Und wenn wir uns die Kanone von Bonnie angucken, die Kanone hat tatsächlich auch ein X auf einem Zahn, eben weil Bonnie an sich auch ein Zahn fehlt. Bonnie hat eine Tickbombe auf ihrem Kopf. Auf dem Helm von Jeanette sind Pfeile, die nach unten gehen. Genau die gleichen Pfeile sind auf der Rückseite von Bonnie, denn Bonnie fliegt ja mäßig auch nach oben, wenn sie sich wegschießt. Der neutrale Pin von Ems und der neutrale Pin von Lola, die sehen fast gleich aus. Alle Trophäenfarb-Brawler sind Damage-Dealer. Shelly, Danita, Colt, Jesse, Brock, Dynamike, Bo, Tick, 8-Bit und Ems, außer Stu, Stu ist Assassine und Bull, Bull ist Tank. Ihr wisst es ja alle, Spike ist der einzige Brawler im Spiel, der keine Stimme hat und das Ganze wird auch weiterhin so bleiben. Alle Tara-Skins haben ein anderes Auge. Iris Tara sieht so aus, Rasen-Ninja Tara hat so ein Auge, das hier ist Gold, das ist Silber, das hier ist irgendwie so rot mit so einem Pokerchip mäßig und dieses Auge ist so grün und sieht auch nochmal anders aus. Ihr seht jetzt hier mal ganz kurz den Nian Danita Skin eingeblendet. Er hat genau die gleiche Tasche wie Otis, nur dass Nian Danita die Tasche öffnen kann. Die Cap vom Brock Dancer Brock Skin ist tatsächlich ein bisschen zu groß eingestellt. Ihr seht's hier, die Cap steht hinten so ein bisschen über. Heißt, er hat die ein bisschen zu locker eingestellt, Kollege. Bei Crash Test Daryl steckt ein Nagel in seinem Rücken drin. Zuckerfreak Sandy ist der einzige Skin im Spiel, der eine Uhr am Handgelenk trägt. Robo Mike ist der einzige Dynamike Skin, bei dem man das Hühnchen permanent sehen kann. Böse Königin Pam kostet 300 Juwelen und ist der einzige 300 Juwelen Skin im Spiel, der keine andere Stimme hat im Vergleich zu der normalen Pam. Hört mal ganz kurz. Come on, we can do this. Don't touch my jewels, you fools. Bei allen anderen 300 Gem Skins klingt die Stimme komplett anders. Kokosnuss Rosa ist der einzige rosa Skin, der nichts über den Kopf sich stülpt. Im Vergleich, der Skin hier stülpt sich sowas über den Kopf, der Skin hier auch. Wenn man den rosa Skin auswählt, der ist einfach so ganz normal. Der Schläger vom böse Bibi Skin ist der einzige Schläger, der kein Gesicht drauf hat. Mr. P, L. Brown und Coney Max haben die größten Köpfe im Spiel jetzt aktuell. Die neuen Skins sind halt jetzt noch nicht drin, das kann man noch nicht so genau vergleichen. V8 8-Bit hat auf seinem Rücken den Benzinpreis stehen, der stetig nach oben geht. Wir sind jetzt schon bei 1,40 Euro gleich. Trillerpfeife von Buzz ist ein Dino, genauer gesagt ein Stegosaurier. Der L-Dragon Verdoso und der L-Dragon Rosado sind die einzigen Boxer-Skins, die in der Lobby fliegen. Das Lightmecker-Bo-Dreieck leuchtet dreimal auf, wenn man ihn auswählt. Ihr habt es gerade kurz gesehen. Jetzt müsst ihr gut aufpassen, wenn sich der Brawloween-Rosa-Skin nämlich verwandelt, sind kurzfristig ihre Rosen auf dem Kopf plötzlich an ihren Füßen. Achtung! Flupp! Und jetzt sind sie wieder oben. In Popcorn-Ricos Bauch poppt Popcorn. Zombibi hat extrem interessante Pins auf der Seite ihrer Jacke. Insgesamt sind das drei Stück. Einmal so ein Brokkoli, so ein lila Schwert und so ein goldenes Schild. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Arm von Nani verrostet ist? Aber nur der eine, nicht der andere. Astronaut Sprout hat vier Monde auf sich. Einen vorne, einen hier an der Seite, einen hier an der Seite und einer, der quasi hier oben diese Antenne bildet. Der Ricochet-Skin hat als einziger Skin ein X als Auge. Alle anderen Skins, ihr seht sie beim Durchscrollen, haben ein Minus als Auge.
Byron hat eine Schlangenzunge hinten an seinem Po. Pyro Spike hat ein um 90 Grad gedrehtes Pac-Man-Symbol hier auf seinem Rücken. Aruma Mr. P hat anstatt eine Glocke, wie es alle anderen Mr. P-Skins haben, eine Nudelschale auf dem Kopf. Leuchtkäfer Rico ist der einzige Rico-Skin, in der Waffe einen Schuss drin hat. Ihr seht es ja hier, die ist gerade geladen. Und zum Beispiel hier bei dem reichen Rico-Skin, der hat keine Munition in seiner Waffe. Löwe Bull zieht seine Waffe aus dem Nichts. Er hat nichts irgendwie, wo er seine Waffe unterbringt. Wo holt er sie her? Habt ihr eine Idee? Mr. Fly ist der einzige Skin, beziehungsweise der einzige Brawler im Spiel, der in der Lobby fliegt, zusammen mit Eve. Ihr seht's hier. Moment, stopp, ich habe noch die beiden Boxer-Skins vergessen. L-Dragon Verdoso und L-Dragon Rosado. Die fliegen auch noch. Der Gottesanbeterin Rosa-Skin ist der einzige Skin, der eine andere Ulti-Animation hat, wo halt so ein Schild ist und nicht so ein Kreis. Dr. Edgar hat ein Namensschild, nur auf diesem Namensschild sind zwei X'e und ein Mund, der so nach unten geht, also quasi traurig ist. Der Saloon 8-Bit hat extrem viele Dinge von dem Banditen Tara-Skin. Zum Beispiel die Karte, den Hut und er hat dann auch noch eine Barley-Flasche auf seinem Kopf. Dino Leon ist der einzige Leon-Skin, der keine Süßigkeit hat. F in den Chat. Squeak hat sehr interessante Pins auf sich, zum Beispiel auch den sehr interessanten Kit-Pin. Gladiatorin Colette hat ihr Buch offen und man kann dort reingucken. Gale hat extrem lange und große Hände für sein Körperverhältnis. Schaut euch das mal an. Seine Hände sind einfach so groß wie seine kompletten Beine fast. Der zieht seine Hand fast auf den Boden lang. Der DJM-Skin, den ihr jetzt hier gerade mal kurz seht, und auch der Superfan-Ms, das sind die einzigen M-Skins, die kein Loch in ihrem T-Shirt drin haben. Wenn ihr hier mal ranzoomt, dann sieht man da ganz klein auf dem College-Studentin-M-Skin so ein Loch. Der L-Ray Primo-Skin hat einfach mal Frank als Gesicht auf seinem goldenen Gürtel. Alle Shelly-Skins haben ein Pflaster in ihrem Gesicht, außer der Hexe Shelly-Skin. Koala Danita hat eine Weltkugel um seinen Hals. Gesetzloser Colt hat zwei Waffen, aber nur ein Halfter für eine Waffe. Wo packt er die zweite Waffe hin? Banditin Tara hat drei versteckte Karten. Eine hier unter ihrem Hut, eine an ihrem Schuh und eine an ihrem Rücken. Der Burger Lou Skin macht als Burgerliebhaber gar keinen Sinn. Wer packt den Käse nach ganz unten hin? Der heilige Eier Skin von Lou, aka der König Lou Skin, der hat auf der Rückseite einfach so ein Drehrad zum Aufziehen. Der Haifisch Leon hat ein goldenes Fischskelett als Reißverschluss. Unter dem Werwolf Leon Skin ist die eigentliche grüne Kleidung von dem normalen Leon. Ihr seht's hier, nur dass sie halt zerfetzt wurde. Tropischer Sprout hat insgesamt 10 Blüten auf seinem Hemd. Wir drehen jetzt mal ganz kurz, ihr könnt selber mal nachzählen, aber es sind wirklich genau 10 Blüten. Strandgänger Mortis hat einen Eimer, auf dem Kopf über RIP steht. Griff hat auf seinem Hinterkopf einen Zettel, wo I, O, U und dann Colette mit einem Herzchen drauf ist. Erzschurken Bee hat so ein komisches, grimmiges Gesicht auf ihrer Kopfbedeckung. Heldin Bibi hat auf ihrer Rückseite so eine grimmig guckende Banane mit einer Brille drauf. Höhlenmensch Frank hat einfach mal Steinkopfhörer. Daryl hat in seinem Fass ein Messer von Crow stecken und an seinem Kopf ist das Auge von Sandy. Die Gems vom reichen Rico in seinem Bauch sind viel größer als die Gems in seiner Waffe. Die passen da überhaupt gar nicht rein. Vergleicht mal die Größe. Die Waffe vom Super Ranger Brock hat einfach auf der Rückseite ein Loch. Da ist gar keine Munition drin. Horus Bo ist der einzige Bo-Skin, der auf der Rückseite keine Tasche für seine Pfeile hat. Hier im Vergleich, der hat eine Tasche. Der Skin hier hat eine Tasche. Selbst der Weihnachtsskin hat eine Tasche. Hier auch wieder die Frage, wo sind die Pfeile von Horus Bo? Edgar hat auf seinem T-Shirt ein Bad Randoms Logo und auch ein Star Park Logo. Ausnahmslos jeder Hut von Gale macht so. Der Poolprinzessin Pam Skin hat eine komische Strandtasche, aka ihre Ulti. Stell euch mal vor, ihr seid am Strand und dann kommt so eine Mom, die bringt so eine Strandtasche mit, wo so ein Schraubenschlüssel ist, mit so Teilen, die so machen. Das ist schon ein bisschen verstörend. Ash hat auf der Rückseite ein komisches Gesicht. Auf Sprouts Rücken ist ein Wassertropfen.
wenn du im Brawl Pass bist, bei den Belohnungen und dann ganz nach links scrollst, dann sieht man hier eine Spike-Socke. Revolverheld Colt hat insgesamt 7 Patronen auf seinem Hut. Ich drehe das jetzt mal ganz langsam. Ihr könnt gerne mal selber nachziehen und hier Pause machen. Aber es sind insgesamt 7, inklusive natürlich der großen Patrone. Der Schweinereiter Karlskin ist tatsächlich von dem Hawk Rider aus Clash of Clans und Clash Royale inspiriert. Auf Genies Handgelenk sind 2 Symbole. Hier einmal so ein Mond und auch so ein Stern. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich in Zeitlupe oder kurz ein Standbild. Ebenfalls hat Pam eine Halskette von Nani um den Hals. Rowdy Karls grinsendes Gesicht hat er genau gleich auf seiner Lampe, nur noch kräftiger und gelber. An sich sind das einfach seine Zähne. Und bei Superfan Ams ist etwas extrem Gruseliges in ihrem Handy-Hintergrund drin. Das seht ihr jetzt hier auch mal ganz kurz rangezoomt und ein bisschen von einem Kontrast angepasst. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Hüllmann Frank hat eine tote Schlange um den Hals.